Hallo, mein lieber Fisch. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Juni. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Fisch. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Genauere Erläuterungen zu den allgemeinen Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Juni für dich hat. Ja, mein lieber Fisch, wir starten wie immer beim Monatsanfang. Und hier zeigt sich ganz interessanterweise, das zeigt sich dann auch schon hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, dass du hier mit einer bestimmten Person aktuell zu tun hast, wo es darum geht, dass hier offenbar Geld hereinkommt. Es geht um irgendeine Form von Geldeingang. Das sollte hier auf die meisten zutreffen, so wie ich das hereinbekomme. Es kann natürlich auch um etwas Wertvolles für dich gehen. Wertvolle Informationen kann natürlich auch eine materielle Angelegenheit an sich sein. Aber was ich so sehe, geht es hier für die meisten um einen Geldeingang, der hier angestrebt wird. Wo du offenbar Unterstützung von einer bestimmten Person bekommst, diese Person ist auch sehr ehrlich. Diese Person sehen wir hier nämlich auch zweimal. Ist dir hier irgendwo schon, ja, bestimmte Erfahrungen voraus? Kann jetzt auch durchaus sein, dass hier einige tatsächlich eine Finanzberatung in Anspruch nehmen. Ich möchte nur hinzufügen, eine Kartenlegung ersetzt natürlich keine professionelle Finanzberatung. Solche Themen zeigen sich aber durchaus sehr, sehr gerne in den Legungen. Hier kann man auf jeden Fall beobachten, dass es hier darum geht, dass etwas hereinkommen soll. Und ich nehme an, dass du hier auch recht genau Bescheid über diese Situation weißt. Und was ist hier gerade das Thema, das dich am meisten auch beschäftigt? Von außen betrachtet kann man hier sehen, dass du, ja, dass du vieles im Griff hast oder vielleicht auch in den Griff bekommst. Es hier bestimmte Aspekte deines Lebens laufen hier sehr gut. Du entscheidest hier auch die ein oder andere Sache. Hier fällt dir auch einiges leicht und diese Angelegenheit hier ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Es kann natürlich auch für eine kleinere Gruppe hier vielleicht jemand aus dem Freundeskreis sein oder aus dem familiären Umfeld. Aber es geht um eine Form des Geldeinganges oder darum, das Einkommen zu steigern. Also ich bin mir hier relativ sicher, dass das für die meisten eine finanzielle Angelegenheit ist. Ja, aber nur unter Vorbehalt, denn das ist hier eine allgemeine Kartenlegung. Also bitte nimm nur das mit, mit dem du tatsächlich auch in Resonanz gehst. Ja, es müssen hier nicht alle Teile der Legung auf deine Situation zutreffen. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier im Juni hochfahren. Entweder begleiten sie dich wie eine Art Energie oder fahren punktuell hoch und im Laufe des Juni hast du dann eben auch die Möglichkeit, diese Blockaden aufzulösen.
Es kann natürlich auch sein, dass hier die ein oder andere Blockade dabei ist, die dir einfach nur bewusst werden soll, um dann schon in die Auflösung gehen zu können. Es kann durchaus sein, dass sich diese Blockaden hier in den zwei Lebensbereichen, die wir dann näher betrachten, auch noch einmal zeigen, also dass man in etwa einschätzen kann, wann der Zeitpunkt bzw. die Zeitpunkte in etwa auf dich zukommen, wo du dich hier von einer Schwere befreien kannst. Wenn diese Blockaden dann aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise Erleichterung ein und deine Angelegenheiten kommen wieder mehr und mehr in den Fluss. Ja, auf deiner Ebene haben wir hier eine Blockade, die hat hier mit einer anderen Person zu tun. Das ist hier eine Vertrauensperson, habe ich so das Gefühl, vornehmlich eher aus dem privaten Umfeld. Und hier geht es darum, es kann sein, dass es hier um einen Konflikt vielleicht auch geht, könnte ich mir ganz gut vorstellen, nur um ein Beispiel zu nennen, denn das, was hier blockiert ist, sind verschiedene Möglichkeiten. Oder es geht hier darum, in einer Angelegenheit gemeinsam eine Lösung zu finden und hier führen offenbar mehrere Wege ans Ziel. Verschiedene Möglichkeiten in Kombination mit dieser Person sind blockiert und genau das soll sich eben im Laufe des Juni oder genau das kannst du im Laufe des Juni auflösen, was dann natürlich auch zu einer enormen Erleichterung führen dürfte. Schauen wir mal weiter, dann zeigt sich hier der Teufelskreis. Das dürfte eine absolut kollektive Energie sein, denn in diesem Legezyklus ist der Teufelskreis jetzt schon öfters gefallen. Was bedeutet, dass im Juni hier sehr, sehr viele im Kollektiv die Möglichkeit haben, sich hier aus alten Verstrickungen selbst befreien zu können, die eben auch zu erkennen. Denn Teufelskreise sind meistens eher ja unterschwellig, denn wenn wir sie erkennen, dann können wir natürlich auch handeln, ja. Und hier geht es auch darum, dass hier aktuell noch die Lösung zu einem Teufelskreis blockiert ist. Die Frage ist natürlich, um was geht es bei diesem Teufelskreis? Da werden wir dann schauen, ob sich das hier in der Legung zeigt. Es kann eben auch sein, dass das hier bei jedem ein bisschen eine andere Energie ist. Was hier wichtig für dich ist, ist, dass hier im Laufe des Monats, dass du hier an einen Punkt kommen wirst, wo ein Schlüsselmoment geschieht, wo du irgendeine Eingebung hast, ja, irgendeine Form der Eingebung, wo du hier aus einer Verstrickung oder aus einer Schwere ausbrechen kannst. Und an Teufelskreisen sind wir eben auch immer selbst beteiligt. Das ist ja das Thema, denn es geht bei einem Teufelskreis auch immer darum, dass sich hier eine Situation wiederholt, etwas, das du bereits kennst, wiederholt sich, fühlt sich ähnlich an, fühlt sich eher negativ an, ja, das muss ich auch hinzufügen. Und da geht es dann eben darum, was kannst du anders machen? Oder was hast du bisher in so einer Situation getan und was kannst du anders machen? Und hier soll auf jeden Fall ein Teufelskreis fallen. Und dann haben wir hier noch etwas, das betrifft das Umfeld. Das habe ich jetzt auch schon in der Legung gesehen. Es geht hier darum, dass es hier mindestens eine Person gibt, die dir ordentlich Energie abzieht. Das heißt jetzt nicht, dass das hier eine bösartige Person ist oder Personenkreis. Es können hier durchaus auch mehrere Personen beteiligt sein. Aber es gibt das, was hier entscheidend ist, es gibt hier die ein oder andere Verbindung, die in ein Ungleichgewicht geraten ist. Kann eben auch sein, dass du vielleicht schon weißt, um wen es hier geht. Es geht hier um Personen, wo du dich nach einem Treffen oder Gespräch oder generell nach dem Kontakt mit dieser Person ja müde fühlst, ausgelaugt fühlst, ja, vielleicht auch ja dir selbst gegenüber negative Gefühle dann hegst, wenn du Zeit mit dieser Person verbracht hast, beispielsweise. Das kann auch sein. Und auch das soll sich hier
drehen. Also da kannst, da soll auch etwas Entscheidendes geschehen, dass dieser Teufelskreis, also ich nehme, das könnte der Teufelskreis sein, ja, dass diese Entwicklung hier oder dieses Gefühl, dass einem die Energie abgesaugt wird, dass sich das hier auch auflösen lässt. Also vermute ich, ja, war ein Versprecher, aber das dürfte dann anscheinend das Thema sein. Irgendetwas im zwischenmenschlichen Bereich mutmaße ich jetzt hier, kann natürlich auch noch etwas anderes sein, können auch mehrere Teufelskreise sein, aber ich tippe darauf, dass es für die meisten hier um eine große Erkenntnis geht im Umfeld. Wir schauen jetzt in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten und schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Es kann durchaus sein, dass sich hier vielleicht auch die Drittel vertauschen. Üblicherweise läuft es chronologisch oder recht chronologisch ab, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst. Ich füge nur noch einmal hinzu, das sind Tendenzen, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten, was auch bedeutet, nichts hiervon muss zwingend eintreffen. Ja, und was ich hier nämlich auch schon gesehen habe, wir bekommen hier in dieser Legung auch Hinweise für wichtige Kurskorrekturen. Ja, also wo das Universum hier auch den ein oder anderen Hinweis herausgibt. Wir starten jetzt aber im ersten Drittel, mein lieber Fisch, und hier zeigt sich auch schon die 888. Die 888 ist eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen eben immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, dass es hier um eine schicksalhafte Entwicklung geht. Und die 888 hier ganz im Speziellen steht eben auch dafür, dass sich hier etwas manifestiert und in weiterer Folge eben auch für Geldeingänge. Also deshalb mutmaße ich hier, dass es hier für die meisten tatsächlich um einen Geldeingang geht, der hier real wird im ersten Monatsdrittel oder wo Maßnahmen gesetzt werden, dass hier demnächst der Geldfluss gesteigert werden soll oder hier eine größere Einnahme ansteht. Das hängt jetzt natürlich von deiner Situation ab. Aber die 888 ist an sich ein sehr gutes Zeichen, liegt hier auch auf der Ebene des Umfeldes, was eben auch darauf hindeutet, noch einmal darauf hindeutet, auf diese Zusammenarbeit oder diese Kooperation mit einer anderen Person. Eben eventuell tatsächlich mit einem Mentor oder mit jemandem, der hier auf einem bestimmten Gebiet bestimmte Erfahrungen bereits gesammelt hat, die er eben voraus ist und du hier irgendeine Form der Unterstützung erhältst. Ja, das erste Monatsdrittel wird auch dafür genützt oder hier kann man erkennen, dass du hier deine Batterien auch irgendwo auflädst. Das ist auch sehr wichtig, also das sage ich gleich vorab. Es ist wichtig, dass du hier auf deine Energie achtest, auch im Alltag, ja, dass du genügend Ruhephasen einplanst. Das macht hier sehr viel Sinn, eben auch was ich gesehen habe, was sich hier entwickelt. Und wir sehen hier auch, dass hier eine Veränderung im Gange ist im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen im ersten Monatsdrittel. Die du auch haben möchtest. Ja, also irgendetwas verändert sich. Es kann auch hier um diesen Geldeingang gehen, denn hier zeigt sich auch ein Vertrauen in diese Veränderung. Und deshalb denke ich, wird es hier auch um diese vornehmlich eher finanzielle Angelegenheit auch gehen. Schauen wir in die Monatsmitte und das ist sehr spannend. Du bekommst hier eine Eingebung, irgendetwas wird dir hier klar und es geht hier um einen Kontakt in diesem Bereich. Das kann natürlich auch eine Privatperson sein beziehungsweise jemand aus deinem privaten Umfeld. Hier erkennst du eine zwielichtige Angelegenheit beziehungsweise
Es geht hier darum, dass dir hier irgendetwas ganz bewusst wird. Also du erhältst hier den Durchblick bezüglich einer bestimmten Person und erkennst hier, dass du in einer bestimmten Angelegenheit, dass hier nicht wirklich Sicherheit gegeben ist. Also diese Person, um die es hier auch geht, die könnte sehr launisch sein. Man weiß eben nie, wen man vor sich hat, wenn man auf diese Person trifft, ja. Das ist hier auch wichtig und es geht hier auch um irgendeine Angelegenheit im Bereich Beruf, Finanzen, wo dir das ganz bewusst wird und wo du offenbar auch zu einer Entscheidung kommst, ja, ob du weiterhin mit dieser Person zusammenarbeiten möchtest oder nicht. Wie du hier entscheidest, das bleibt hier offen. Du überlegst auf jeden Fall, so wie ich das sehe, ob du dir nicht jemanden anderen suchst für irgendein bestimmtes Vorhaben. Da ist dann natürlich auch die Frage, kann man hier noch miteinander sprechen? Ich meine, es kann hier auch um diese Möglichkeiten gehen, dass das hier diese Blockade ist, dass du hier eine Person plötzlich in einem anderen Licht wahrnimmst. Eine Person aus deinem privaten Umfeld, wo du hier ja etwas, vielleicht auch ein berufliches Vorhaben umsetzen wolltest, vielleicht ein Standbein aufbauen wolltest und erkennst, irgendwie scheint das nicht ganz so zu klappen, wie man sich das eben gedacht hat. Und es kann natürlich auch sein, dass diese Person ein anderes Gesicht plötzlich an den Tag legt und du diese Person plötzlich aus einer anderen Perspektive wahrnimmst. Also das ist ja auch möglich. Und du spielst dir dann mit dem Gedanken, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ja, also das ist hier entscheidend. Es kann sehr gut sein, wenn ich mir das hier ansehe, also diese Blockade hier, die könnte hier definitiv zutreffen, dass es vielleicht auch einen anderen Weg gibt, hier zusammenzuarbeiten. Oder dass diese Möglichkeit eben bedeutet, dass hier vielleicht eine andere Person besser geeignet ist. Das hängt, wie gesagt, von deiner ganz individuellen Situation ab und eine Kartenlegung kann dir natürlich jetzt hier auch keine Entscheidung abnehmen, die triffst dann final du selbst. Und das ist schon eine wichtige Entscheidung, die hier dann auf dich zukommt. Im letzten Monatsdrittel haben wir jetzt hier die Kurskorrektur und deswegen habe ich auch gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass du hier auf deinen Energiehaushalt achtest, dass du genügend Ruhephasen einplanst. Hier bahnt sich nämlich eine Wartephase an. Ja, vielleicht baust du hier auch irgendetwas auf, du wartest hier auf irgendetwas, vielleicht geht es hier um eine Rückmeldung, um einen Bescheid, um irgendein Schriftstück. Irgendeine Wartephase wird hier angekündigt und hier ist es sehr, sehr wichtig, mein lieber Fisch, dass du dir hier nicht zu viel umhängen lässt. Denn was man hier auch sehen kann, ist, dass du im letzten Monatsdrittel im Juni Gefahr läufst, dass du dich hier irgendwo sehr stark eingeengt fühlen könntest. Eben auch dadurch, dass hier andere Menschen, ja, dich hier vielleicht auf dich zukommen mit diversen Anliegen und dadurch, dass du hier in einer Wartephase bist, dass du dich hier eventuell übernimmst, weil du glaubst, ja, ich warte ja ohnehin, ich habe jetzt eigentlich genügend Zeit und deshalb ist es hier auch wichtig, das wirklich sich genau anzusehen, bevor man hier bei irgendetwas zusagt, weil das hier mehrere Anfragen sein könnten, die hier auf dich zukommen, was dann dazu führt, dass diese Wartephase hier eher unangenehm ist und es hier einfach wichtig ist, dass du im letzten Monatsdrittel dich mehr um dein Vorhaben kümmerst, ja, und hier vielleicht Dinge aufarbeitest, die liegen geblieben sind und hier bestimmte Grenzen ziehen sollst. Denn ich sehe auch hier, und da trifft eben auch diese Blockade zu, wo es um diese Ermüdung geht,
Das zeigt sich nämlich hier im Umfeld, dieses mir geht die Puste aus, mir wird das alles zu viel, und das Universum schickt hier eben noch einen Hinweis mit, dass hier dann einfach dass es hier auch wichtig ist, dass du dich hier schützt vor anderen Personen. Das heißt nicht, dass diese Personen bösartig sind, aber vermutlich auf dich zukommen mit diversen Bitten, mit diversen Anfragen, und es ist wirklich wichtig, dass du dir Bedenkzeit auch einräumst, auch wenn das vielleicht sehr, sehr gute Freunde sind. Nur besteht hier einfach wirklich die Gefahr, dass das viel zu viel wird und diese Blockade hier dann eben länger bestehen bleibt. Also die sehe ich eben hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen auch ganz stark auftreten, und es kann eben auch sein, dass das hier dieser Schlüsselmoment ist, der diesen Teufelskreis hier betrifft, dass das vielleicht schon einmal vorgekommen ist, dass du eben aus Gutmütigkeit hier dir zu viel aufgeladen hast, was dann für dich sehr mühevoll entwickelt hat, ja, aber das ist etwas, auf das kann man sich vorbereiten, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, und selbst wenn es passiert, ist das natürlich etwas, das man dann im Nachhinein natürlich noch absolut lösen kann, mein lieber Fisch. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum zwischenmenschlichen Bereich. Wir schauen uns hier die Entwicklungen an im Laufe des Juni. Vielleicht zeigen sich wieder Querverbindungen zum Bereich Beruf, Finanzen. Wir lassen uns wie immer überraschen. So, ja, im ersten Monatsdrittel geht es hier um eine bestimmte Verbindung, und da möchte ich jetzt gleich einwerfen, das kann hier auch nur ein Tag sein, denn eine Kartenlegung zeigt auch nie alles, was sich so tut in deinem Leben, sondern wir picken uns hier auch nur die Sachen heraus, die relevant sind, vorab zu erfahren, und das können hier einzelne Momente eben im ersten, zweiten oder letzten Drittel des Monats sein, wo du hier irgendetwas machen kannst, um deine Situation zu verbessern. Hier zeigt sich eine Enttäuschung im ersten Monatsdrittel, von der du tendenziell schon Bescheid weißt. Es geht um eine zwischenmenschliche Verbindung im privaten Umfeld. Hier zeigt sich auch noch einmal diese Blockade. Also das dürfte hier ein sehr großes Thema sein. Dann ist es hier offenbar auch tatsächlich dieser Teufelskreis, wo du zum Monatsanfang hier offenbar etwas mitnehmen kannst, dass du dann im beruflichen oder im Bereich Beruf, Finanzen dann gegen Ende des Monats ja noch einmal anwenden kannst. Denn hier geht's um eine Verbindung, wo du dich auch irgendwo ausgeschlossen, ausgegrenzt fühlst, wo du auch sehr viel gemacht hast oder sehr viel tust, und irgendwie reicht es nie. Und das ist hier sehr, sehr wichtig, dass du dich mit dieser Thematik befasst. Also das ist hier ein großes Thema. Das ist für dich auch, für dich ist diese Person auch sehr schwer zu greifen, ja, in ihrer Erscheinung. Es wird hier auch sehr viel gefordert und es kommt hier irgendwo nicht wirklich etwas zurück. Also es geht hier immer nur darum, dass du hier offenbar geben sollst, und ja, das ist wie ein Fass ohne Boden. Also dieses Fass, das wird hier nie voll werden, weil das auch gar nicht wirklich beabsichtigt zu sein scheint. Ich würde sagen, holen wir uns zu der ganzen Linie, aber vornehmlich hierzu noch eine Information ein. Auch hier, mein lieber Fisch, also Erholung ist anscheinend angesagt im Juni, also auf deine Energie zu achten, das hat sich eben auch hier, im Bereich Beruf, Finanzen bereits gezeigt.
Du solltest hier wirklich auf dich Acht geben. Das ist sehr wichtig, auch für die Gesundheit in weiterer Folge, denn das kann sich natürlich auch auf die Gesundheit auswirken. Da möchte ich nur einwerfen, eine Kartenlegung ersetzt natürlich auch keinen Arztbesuch. Hin und wieder zeigen sich eben auch solche Themen. Und hier ist es wichtig zu erkennen, wie viel Energie wird dir hier eigentlich abgesaugt und wie lange möchtest du das noch mitmachen? Das ist einfach eine Frage, die du dir hier stellen solltest. Die Frage ist doch, wer ist diese Person? Ich nehme an, du weißt ganz genau, um wen es hier geht. Das kann jemand aus dem familiären Umfeld sein, kann jemand aus dem Freundeskreis sein, kann natürlich auch beim einen oder anderen hier eine eher giftige Partnerschaft symbolisieren, wo hier etwas komplett in die Schieflage geraten ist. Und das ist ein enormes Ungleichgewicht. Und hier ist es wichtig zu handeln. Ja, also die Frage ist, kann man mit dieser Person sprechen oder eben nicht? Was sind die Themen in dieser Angelegenheit? Es kann natürlich auch durchaus sein, dass sich hier vielleicht über einen längeren Zeitraum einiges eingeschlichen hat und man hier für selbstverständlich genommen wird und dass dieser Person vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Es kann ja durchaus auch um Missverständnisse gehen. Aber das ist eins der großen Themen im ersten Monatsdrittel im privaten Umfeld mit einer bestimmten Person, wo du hier eine wichtige Erkenntnis bekommen kannst, ja. Und das ist hier schon sehr, sehr wertvoll. Also diese Blockade könnte hier vielleicht schon vorab fallen und dann kommt es hier vielleicht gar nicht zu dieser Situation im Bereich Beruf, Finanzen. Wenn du diese Blockade hier vielleicht schon zu Beginn des Monats auflöst und dann eventuell hier im Bereich Beruf, Finanzen dann schon ganz von selbst Grenzen setzt, wenn du merkst, dir wird hier etwas zu viel. Schauen wir jetzt mal in die Monatsmitte und hier kann man erkennen, dass dieses Thema zieht sich hier fort. Hier gehst du aber in eine Art, ja, Schutzhaltung, was hier auch sehr wichtig ist. Das ist hier mehr eine Art provisorische Aktion. Also du schützt dich hier, vielleicht ziehst du hier auch bereits eine Grenze, einfach weil du merkst, das wird hier einfach so zu viel und du kommst hier einfach überall zu kurz. Also deine Bedürfnisse kommen zu kurz. Also kann es auch sein, dass hier vielleicht ein kurzfristiger Kontaktabbruch stattfindet, ja, dass man hier ein Gespräch eventuell auch vertagt. Denn was wir hier auch sehen, ist, dass du dich einfach nicht ernst genommen fühlst von dieser Person. Also ich bin mir hier relativ sicher, dass dich das hier eben weiterhin beschäftigt. Und ja, also dass dir hier bewusst wird, diese Person will dir deinen Platz irgendwo auch nicht zugestehen. Wo eben, wenn du dich hier eben schützt, wo es eben dann, denke ich, darauf hinauslaufen könnte, dass man sich hier vielleicht einmal ausspricht. Das, was hier jetzt sehr spannend ist, ist, dass diese Schutzhaltung hier auch einen Sinn hat, denn du brauchst hier eine wichtige Erkenntnis, eine Information, und ich glaube, das ist eben auch dieser Schlüsselmoment oder diese Eingebung, diese Erleuchtung. Irgendetwas soll dir hier klar werden, was hier auf dich zukommen soll. Und ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich hier noch im Juni stattfinden soll, und du brauchst hier anscheinend auch diese Ruhe und deshalb auch diese Schutzhaltung dieser Person gegenüber. Also das dürfte hier sehr wichtig sein. Das wirkt auf mich auch sehr, sehr gesund. Zuerst einfach auf Abstand gehen und sich hier irgendwie neu zu sortieren. Das dürfte hier sehr wichtig sein. Geht ja auch darum, die Gedanken zu sortieren, die man hat. Und wenn wir hier, das könnte hier natürlich auch diese Person sein, die wir hier im Bereich Beruf, Finanzen bereits gesehen haben in der Monatsmitte,
wo du eben auch mit den Gedanken spielst, möchtest du hier weitermachen oder eben nicht. Also vielleicht geht es ja auch um ein gemeinsames Projekt, wo du viel mehr Arbeit hineinsteckst als diese Person. Und ja, hier geht es um die Bedenkzeit. Das scheint hier sehr wichtig zu sein. Und ich glaube auch, dass das, was sich hier manifestiert hat zum Monatsanfang, eben auch diesen Denkanstoß ein Stück weit ausgelöst hat, weil hier ja etwas sehr, sehr Positives zeitgleich auch geschieht. Schauen wir jetzt noch ins letzte Monatsdrittel und da sieht die Welt schon ganz anders aus, mein lieber Fisch. Denn hier geht es darum, dass du eine Lösung findest oder dass sich eine Lösung zeigt. Es können eben auch mehrere Lösungen sein. Das dürfte jetzt auch diese Blockade hier noch einmal betreffen, wo dir bestimmte Möglichkeiten noch nicht bewusst sind, also was sich hier in den Blockaden zeigt, da kann es sein, dass du dann merkst, es gibt mehrere Wege ans Ziel zu gelangen. Also diese Eingebung, die soll auf dich zukommen und eben auch vornehmlich, wenn du hier ein bisschen mehr zur Ruhe kommst, was nicht heißt, dass du hier alles auf Null drehen sollst, sondern ja, die Prioritäten einfach umstrukturieren. Das ist hier sehr, sehr entscheidend. Wir haben hier auch Wachstum im Umfeld. Hier kann es sehr gut sein, dass du vielleicht auch neue Kontakte knüpfst, ja, dass du hier, denn hier kann man auch sehen, dass hier, was das hier betrifft, dass du den Kopf einfach auch frei hast, dich auch mehr auf das ausrichtest, was dir etwas bringt, und man kann hier eben diese Wachstumsorientierung im zwischenmenschlichen Bereich erkennen. Also wirst du hier definitiv bestimmte Maßnahmen setzen, also laut dieser Legung, laut der Tendenz. Denn das, was sich hier zu Beginn des Monats zeigt, ist etwas, das du nicht weiter in deinem Leben haben möchtest, also auf diese Art und Weise. Deshalb kann es hier sehr gut sein, dass man hier eine gemeinsame Lösung findet oder dass du hier eine andere Möglichkeit wahrnimmst, mit der du dann tatsächlich ans Ziel kommen kannst. Wir haben hier auch noch den Hinweis, dass hier ein Frieden einkehren soll. Es dürfte hier zu einer Aussprache kommen, oder die Fronten sollten Fronten dürften hier auch geklärt werden, so wie ich das hier sehe. Und hier, also die Situation, wie sie bisher gelaufen ist, findet hier auch ein Ende. Die Frage ist eben, das wird hier offen gelassen, ob sich hier die Wege trennen oder ob man eine gemeinsame Lösung findet. Das hängt natürlich von beiden Seiten ab, die sich hier zeigen. Und hängt natürlich auch von der Situation ab oder beziehungsweise um was es geht. Auf jeden Fall kann das abgeschlossen werden und mit einem Ende kommt auch immer ein Anfang. Und irgendeine Aussage scheint hier sehr, sehr wichtig zu sein, sehr, sehr entscheidend zu sein. Eben auch, dass du hier für dich mit dieser Sache abschließen kannst, mein lieber Fisch. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.